Welcome, my friend from the United States of America. Oh, Lionel Messi. I'm I just love how Lionel Messi goes up and down the court, and he he's just going <laughs> runs up the pitch, man, like twenty yards. down. You destroyed Barcelona when it comes to soccer. Which club? <laughs> you played at Barcelona, I guess, Ooh, and then he Barcelona, went to Barcelona, <laughs> yeah. Ey, das hab ich auch <laughs> gleich, weil eigentlich wollte ich später raus, aber wenn wir schon direkt über Inter Miami, Habibi, Habibi, Inter Miami. Ihr wisst ja alle schon, dass er jetzt so Inter Miami gewechselt ist, Freunde, ihr habt es alle auf die Schirm. ihr habt es alle mitbekommen, es sind gar keine neuen News, wir sind schon wieder up to date, aber sowas von gar nicht, aber ihr wisst, aktuell Show immer montags, vielleicht in Zukunft noch früher, ich war ja in Istanbul und er ist gewechselt für wirklich, wie viel Euro? I don't fucking know. Ablösefrei, dachte ich. Richtig. Ablösefrei. Aber was er ja, an Kohle da scheffelt, aber mach du erstmal. Was soll ich machen? Ich dachte, du, ich dachte, du wolltest jetzt zu Messi nee. was sagen, weil er so ein guter Spieler ist. Weil er, ist ein, weil er immer so schöne Tore Der schießt. Tore, ja. Wunderbar. <laughs> Oder besser gesagt, ein Young Eldin. Ähm, ich finde das Bild nicht. Aber hast du dieses Reddit-Ding gesehen, wo jemand äh, neuer Inter-Miami-Fan geworden ist? Nee. Oh, das ist so witzig. Warte, okay. ich, muss, ich muss es finden, ich muss es finden. Ich also Freunde, ihr habt ja mitgekriegt. Messi ist zu Inter Miami gewechselt, ablösefrei. Aber habt ihr mal mitbekommen, was der Mann dort an Kohle verdient? Er hat ja gesagt, hey, if it would be about the money, I would have gone to, to the Saudi Arabians, baby boy. Aber Bruder, Klar, bei den Saudis verdient er viel Kohle, aber wie viel schöner ist es in Miami zu chillen, Bruder. Ich sehe ihn schon auf irgendwelchen Yachten, Digga. Weiße Linien da. Nein, wahrscheinlich nicht. Will ich gar nicht so. Aber Bruder, hey, Miami ist die Hauptstadt fast des Kokains, vor allem in Amerika. Und ey, ich sehe den da wirklich. Party machen in the nightlife on the on Long Beach, Baby Boy. Ist er da in Miami Beach am Chillen? Digga, da also, darf ich mal kurz sagen, was ich gehört habe, was er an Kohle verdienen soll. Ja, hau raus, Alter. Er ja. kriegt erstmal sein normales Gehalt natürlich, ja. 50 Mio. Kann sein, das weiß ich nicht, die genaue Zahl. Okay. Das wird 40, 50 Mio, glaube ich, ist das Jahresgehalt, ohne diese ganzen Add-ons, was jetzt wahrscheinlich. Aber die Add-ons sind ja geisteskrank. Er kriegt erstmal die richtig viele Einnahmen von Adidas, von seinem Sponsor natürlich auch, die in Amerika auch riesig am Start sind. Er kriegt Geld von Apple. Für alle Leute, die sich einen MLS Season Pass kaufen, um die Spiele zu sehen, kriegt er Anteil, also teil, teil, kriegt er Geld davon, Digga. Ich weiß nicht, wie viel Prozent? I don't fucking know. Selbst wenn es 5% ist. <laughs> GG, you got a big great deal, my friends. Geisteskrank. Digga, das wird so viel Kohle machen und er darf am Ende, wenn er seine Karriere dort beendet, darf er sich am Ende noch einen Club kaufen dort. Also Anteile an einem Club. Ist ihm vorbehalten. So, wie es David Beckham auch gemacht hat, Inter Miami, wo er jetzt steht. Welche übrigens goddamn Letzter sind. Und es gibt in der MLS Eastern und Western Conference. Das wusste ich gar nicht. Nee, die haben nicht. einfach sowas wie beim Basketball. Die haben nicht eine Liga, die haben zwei Ligen in der MLS. Die okay, USA ist auch so riesig, darf man ja, nicht vergessen. Miami ist Letzter, Digga. Rock Bottom. Rock Bottom. Mal schauen, Alter. wie es aussieht, wenn Messi jetzt da hinkommt. Also, er würde auf jeden Fall unglaublich viel Geld verdienen. War Aber klar, egal, wo Messi jetzt hingeht, das wird nochmal der letzte Money Money Contract sein. Man hätte es auch bei ihm gefühlt, ein paar Jahre später noch erwartet, oder dieser, dieser Sell-Out-Move? Oder er war bei PSG, was willst du mich verarschen? Ja, okay, das war auch schon ein sell move ja, aber das ist ein Sell-Out-Move auf europäischer Ebene. Da sehen wir ihn noch. Guck mal, du, ihr wisst auch, wie das ist. Man hat bei Cristiano Ronaldo zu Al Hilal auch gesagt, so ja, okay, war klar, irgendwann, aber seitdem er bei Al Hilal ist, haben wir ihn gesehen. Ja. Irgendwie nicht mehr, ne? Man sieht ihn nicht mehr. Doch, als er einen Wrestling-Move gemacht hat. Ja, wenn er sowas, raus, sowas rauspackt, dann kommentiere ich es vielleicht oder es kommt halt in die europäischen. Äh er ist, glaube ich, nicht mehr in der Top, in der, in der Team of the Season von dieser Liga drin, Ronaldo. Digga, das war auch so ein Maximum, ey. Die haben einfach CS7 geholt und nicht mal Meisterschaft geholt. Nicht? Wack, oder? <laughs> Digga. Do you see, das Geld gewinnt nicht immer. Hast du das Bild gefunden? Ich habe das Bild nicht direkt gemacht. Okay, aber dann werden wir es Ich kenne ja. das auch hier. Die meisten vom Chat werden es denke ich kennen. Also ich lese vor, New Fan hier. Uh, who are you guys? <laughs> who, who, also who er, are, weil er hat das geschrieben in den Reddit von Inter Miami. Ja, 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 genau. Er schreibt: Who are the players? Why are there two conferences in NFL, MLS? What's our history? Our history. er ist jetzt auch Inter Miami Fan. What's our history? Why are we last in the league? Who do we hate? Ist der AC Miami-Ding. Alles schon krass ist der? Why pink? Auch noch Why? Gonna. Why? Ich finde, es sieht aber schon sexy aus. Ich weiß, der, der viele, also es. Es, es ich auch, zu ich, miami ich, ich, mag, es ich, mag, ich mag diesen Flamengo-Look. Ich, ich mochte auch damals. Wer war das? Palermo? Nee, nicht Palermo. Palermo? Palermo, doch. Palermo hat immer diesen ja. Flamengo-Look gehabt. Ich habe das mit gefeiert, Dingsbums ich, hat er gespielt. Äh, ähm, FIFA. Die Natale, glaube ich. Ah, ja, ja. Und Mikoli. Mikoli. Bella Bune. Also passt <laughs> aber perfekt zu Miami. Die sind Miami-Farben, ja. deswegen. So diese blau-pink ja, ja, Blau, ja. äh, Retro-Metro ist so ein bisschen Miami. Ich bin sehr gespannt, wie die MLS weitergeht. Ob jetzt ein paar neue Interessenten hinkommen. Ich wollte immer schon gerne MLS mal äh, nicht gucken, ehrlich gesagt, aber in echt mal besuchen. Ich glaube, zu gucken, ist es langweilig, weil auch im Stadion einfach nichts los ist. Und wir wissen es alle, als wir während der Corona-Phase Fußball geguckt haben, es war Boring. Ist die MLS so tot? Ja. Ich glaube nicht, doch, oder? Ist schon ja? ziemlich tot, ja. Sind die, sind die Spiele ja, dry? Ja, ist schon sehr, sehr dry. Ähm, okay. Jetzt im Sommer ist aber MLS, Freunde. Das heißt, ihr denkt, es ist Fußballpause. Psych! <laughs> MLS startet im Februar und geht bis Oktober. Das heißt, es füllt perfekt die Gap. Aber ist äh, die, die neue Saison geht dort erst jetzt los oder was? Ich Februar, check's ja gar nein, nicht. Ich nein, sehe nein, die nein, ganze Zeit von Arnie. Ach so, okay. Ja, es lief, ging im Februar los und es geht ging bis Oktober. Ah, ich frag mich, okay, hat cool. Messi jetzt eine Sommerpause oder nicht? Ähm, Als ob er seine Sommerpause opfert? Digga, ich glaube. Ja, das ist eine gute Frage, Alter. Aber ich glaube, es geht schon für ihn bald wieder los, Alter. Die sind mitten in der Saison. Können wir mal eine Tabelle rausholen? Can you pull up eine Tabelle 15. von MLS? Ja. Ja, ja, ich würde mal gerne einfach MLS Conference diese, die Tabelle mir mal einmal reinziehen. Aha. Cincinnati. Geil. Erstmal Shoutouts an Nashville. Sieht das der Chat schon? Shoutouts an Nashville, der spielt Hani, Berliner Legende. Hani Mukhtar Abi. Ja, ja, ja. Spielt dort, ist MVP geworden letztes Jahr. Absolute Maschine. First. Can you bring him back to Berlin, please? But no. Kannst du ein bisschen hoch, hoch now. Spiele 17, 12 Siege. 40 Punkte und, also 8 Punkte schon Vorsprung auf Nashville, Cincinnati. Ich finde Cincinnati heute einfach cool an, so cool aussprechen. Yeah, I'm from Cincinnati! Cincinnati, ja, ist ähm, die Bengals NFL-Team. Das ist ja, ich feiere das immer. Ähm, ja, die werden diesen Sport jetzt extrem dort drüben pushen, Digga, so ein Name Schala. wie Messi. Äh, ich weiß nicht, ob du weißt, aber KK war ja bei Orlando, glaube ich, dann, ne? Irgendwann? Ich würde es feiern, wenn es so groß wird. Wenn die ganzen Großen jetzt nicht nach Saudi-Arabien gewechselt wäre, sondern in die MLS, fände ich geiler. Weil, ja, weil wird, ich hätte so eher Bock, mal Amerika ein bisschen Fußball zucken Digga, weißt du, was für ein gutes Stadionessen die da wohl haben? Aber ich würde sagen, Inter Miami, äh, wir wissen da, unten ist jetzt äh, der Messi und ähm, der macht hoffentlich auch da weiterhin so schöne Tore. Ja, Inshallah. mal gucken, ne? Wie viele Jahre Vertrag? Weißt du das? Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es der Chat. Äh, ich glaube, erstmal nur ein Jahr, oder? Nee. Ach, ich, Digga, ich gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht. Aber ja, Mann, ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt euch auf jeden Fall die MLS reinziehen, Freunde. Und zwar mit dem Apple-Pass oder so ein Scheiß. <laughs> ähm, kein Link in, in der Beschreibung, aber äh, ich. Digga, ich schätze mir selbst mal. Also, mein erstes Spiel, nur einmal. Erste Man Spiel von Messi, Messi werde ich mir angucken. Es gibt ein Problem bei der ganzen Geschichte, ja? Uhrzeit. In Miami. Ist es jetzt gerade, wo es in Deutschland 18.35 Uhr ist, 12.35 Uhr am Morgen? Das heißt, die Spiele sind zu einer Uhrzeit, da müsst ihr euch einen Wecker stellen auf 4 Uhr morgens oder so. Das sowas. ist halt die Scheiße an amerikanischen Sportarten für uns Europäer generell. Ja, da sollten sich alle an der äh, ein oder anderen Show mal, äh, ne? Sich, äh, wie sagt man, daran orientieren, dass wir in Europa mal ein bisschen mehr Spaß haben können, verdammte Scheiße. Ja, was sollen die denn wenn machen? Die, sollen, die jetzt, die sollen die jetzt auf uns Rücksicht nehmen oder was? Ist ja, Als ob nee, die das juckt. Die, juckt die eh nicht. Vor allem, weil auch das ja eh ungerecht ist in alle Richtungen, sowieso, ne? mhm. Auf der anderen Seite ist es ja dann voll früh. Aber ich hätte lieber meine Spiele um 6 Uhr morgens zu gucken, so auf äh, Australien, Neuseeland zeitmäßig, ja. anstatt wie bei uns einfach 3 Uhr morgens, Alter. Junge, was ist das? Ja, also ich bin gespannt, schreibt gerne in, in, den, in, den, in den Chat rein. Wird Messi einschlagen in der MLS? Werden die Möglichkeiten haben, dass Inter Miami durch einen einzigen Spieler wie Messi wieder nach oben kommt oder nicht? Ich wage es ganz ehrlich stark zu bezweifeln. Die haben ja schon einen anderen Stürmer jetzt verkauft bzw. verliehen, nachdem Wer, Messi wem? gekommen ist. Bruder, jetzt habe ich weiß den Namen. du nicht, zu, mir echt Auch leid. Name weiß du nicht. Ja. Schwierig, schwierig. Aber ja, ich fand das mit dem, mit dem äh, Inter-Miami-Fan auf jeden Fall todeslustig, der da, äh, ist ja auch true, Alter, man kennt, man weiß gar nichts über die MLS und es wird schon wieder zigtausende neue Fans geben, die äh, Inter-Miami-Fans jetzt werden, weil der Messi dahin wechselt und weil er so schöne Tore schießt. Die Wer weiß, wie war das bei Paris auch? Wie viele Mio von Followern haben die verloren, als es bekannt gegeben wurde, dass äh, Wirklich? Messi, ja, übertrieben. Die haben wieder verloren, ja, die Follower. Ja, PSG, die waren auch so... Na Endlich können wir entfolgen uns so in dieser ganzen... Wirklich? Ja, ja. Ich glaube, es krass, war... Krass, dass die Fanbase dann so krass ist, dass sie auch entfolgen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich sage so, okay, die, die bleiben so. Es sind so keine Gewinnspiel-Follower. Die folgen Messi. Nee, Aber ah, follow him fucking yeah. he's, glaub he's going. Auch, Bestimmt nachdem Messi... Messi meinte auch, er hatte echt keine gute Zeit in Paris. Ne? Ihm hat es nicht so viel Spaß gemacht, Alter ist, Gut, ist auch eine dreckige Stadt, wirklich. ist eine, echte, ist eine ganz Party schöne ist Stadt, ich... aber die ist so dreckig verpisst und eklig und es stinkt. Wirklich. <laughs> ganz, 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 äh, ganz, ganz, ganz doll äh, große Vorurteile, finde ich. Ja, Paris. wirklich. Also richtige ich... Kackstadt, sehr viele Obdachlose auch überall und sowas. Die kriegen nichts in den Griff dort. Ist, weiß ich ich finde, find in Paris das Schlimmste von allen ist der Flughafen, Alter. Schade Gaulle, Alter. Wirklich, keine Chance, dort klarzukommen. 400.000 Bahnen, keine Ahnung, was für ein... Keiner spricht Englisch da können Das nervt doch ja am Allermeisten. Du redest mit irgendwelchen Leuten, die so wirklich dieses äh, englische, britische Zeichen haben. Du gehst hin, und sagst irgendwas, die machen so... Apropos Englisch. Messi, Miami, Miami-Landessprache, Spanisch, Bruder. Er kann Spanisch. Warum ist denn Miami-Landessprache Spanisch? Warst du schon mal in Miami? Am Flughafen Miami? kam die Durchsage erst auf Spanisch und dann auf Englisch. Also da Kein Spaß, ja. Mhm. Die sprechen alle Spanisch dort. Her und es ist viel näher an seiner Heimat Argentinien, oder? You right. Mhm. Digga, natürlich spielt das alles eine große... Ah, das ist nicht wegen dem Geld gegangen. Was labert ihr alle hier Pechkos? War äh, äh Sellout. Ich Nein, kaufe mir das Sa Trikot. Ich glaube, ich kaufe mir ein Inter Miami Trikot. Ich glaube, wenn er Saudi-Arabien, wenn er wirklich nur auf Geld guckt, hätte ist Saudi-Arabien die Station zu gehen, oder? Fragte mal Karim Benzema. Boah, dem gehört jetzt das ganze die ganze Stadt am Meinst du? Der durfte ja sich Team aussuchen. Antee ist doch auch dort jetzt. Bei denen? Mhm. Bei Italien. Al die haben sich auch Dings geholt. Das lustige war mit Niklas haben wir letztes Mal überlegt, was würde man lieber machen? Und er meinte, Niklas war ganz lustig. Niklas sagt, äh, egal, bei dem Geld ist scheißegal, wo man ist, gefühlt Da würde, äh, da würde ich auch in Alaska leben, meinte Niklas. <lacht> 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 äh, Guck mal, in meinem Doc ganz oben habe ich den Link reingepackt. Wir können es mal kurz draufschauen. Ähm, ja, genau, du könnt mal kurz das Kit anschauen. Äh, von Inter Miami. Für alle, die jetzt neue Inter-Fans werden wollen, Freunde, <laughs> ja. There is, there is active, at the moment, there is a 15% of all orders to minimum. <laughs> Use code 15 go ähm, Das sind die Kids von Inter Miami. <laughs> Digga, die sind teurer als Real Madrid. 140 <laughs> Dollar. Das God, heißt, damn. Dollar in Euro sind 140 Dollar, 130 Euro. Digga, was? 130 Euro? Die haben Apple als Sponsor. Deswegen kriegt. Ja, guck dir mal auf den Arm, Baby, Apple TV. Damn, ja, ich habe das Gefühl, Apple macht sowas gar nicht, Alter. Krass. Man merkt, dass Steve Jobs nicht mehr unter uns ist. Der MLS Season Pass ist ab sofort weltweit in der Apple TV-App verfügbar. Digga, ja, die waren so ready für Messi. <laughs> <laughs> denkst ja, 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 ja. oh, du, was kostet es? Boah, ich würde sagen. Das Ding ist, ich habe letztens erst so eine erschreckende Stat gesehen, weil wir ja wirklich seitdem The Zone ihre Preise auf 30 Euro erhöht hat, nichts anderes mehr hören als diese 30 Euro. Und dann gab es mal so einen Vergleich, was Premier League kostet, was in England. Es ist gestört, wie viel teurer diese anderen Länder nochmal als wir sind. Ich sage, MLS Season Pass ist es so monatlich. Ich sage monatlich 49.99. 50 Dollar im Monat, sagst du? Ich habe keine Ahnung. If you're already an Apple TV Plus Subscriber. No one is that shit. Wer ist Apple Plus? Also Ein ich, ich den hab... chat, wer Apple Plus Security Was Links ist denn Apple Super? Plus? Also ich hab Apple TV für 7 Euro im Monat, um äh, eine Serie zu gucken. Aber das habe ich dann wieder gecancelt danach. Ich habe jetzt wieder weitergeguckt, aber also hast es noch nicht bezahlt. Naja, App, ich weiß nicht, ob es Apple TV Plus ist. Auf ja, jeden Fall nur, steht es hier. If you are an Apple TV Plus Subscriber, ich glaube, das ist irgendwas Besonderes. Also, so irgendein extra Programm. Dann kostet pro Monat 13 Dollar. 13 Dollar, wenn du Apple TV... hast. Wenn du kein Apple TV Plus hast, kostet es 15 Euro im Monat. 15 Euro? 15 Euro, ja. 15 Oder Euro. 50 für die ganze Saison. Okay. Das Aber ist, Digga, okay. buy it. 50 An Euro den für die ganze nächsten Saison. Tag Rewatch Aber okay, warte mal, die Hälfte, eh die, Hälfte des, die Hälfte ist ja schon rum, der Saison. Ist es deswegen günstiger? Probably. Ist jetzt gerade die, also ist da gerade eine Pause oder läuft die gerade komplett? Äh, ah, über 50% nahtlos. auf das Saisonabo gibt es gerade. Okay, also äh, wird so ungefähr 100 Euro Season äh, kosten. Wenn man sich dann, das hat auch noch Stevie gerade reingeschmissen, äh, NFL kostet 200 Euro im Jahr und NBA 170. Klar, die, der Fußball ist sehr, sehr. Äh, doch nicht da, wo er sein sollte. Also es kommt in den USA hundertprozentig erstmal von den Zahlen her NFL. Danach kommt, glaube ich, ähm, entweder NBA oder Major League Baseball. Diese beiden kommen halt auf jeden Fall danach und dann kommt erst MLS. Fast WWE gefühlt davor noch. Safe, Digga. Ähm, stimmt. Deswegen. Also. Ja, ist krass. Also, aber vom Preis her geht's, finde ich klar. Geht. Da zahlst du in Deutschland mehr, aber da hast du auch mehr als nur eine. Äh eine, eine Liga. Es ja Es gibt ja keinen Bundesliga-Pass oder sowas, glaube ich. ne? Zumindest nee. nicht in Deutschland. Den gibt's nicht. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir sagen, äh, ja, welcome, welcome in Miami. Lionel, Lionel Messi. Viele Tore. Next game for Inter Miami is at 25th. Stark, Aussprache. 25 In Philadelphia 25th. gegen Philly. June At 1:30 a.m. Also wirklich diese NBA-Zeiten in Deutschland für uns. <laughs> Gib ihm ähm, viel Spaß, Messi. Viel Spaß, Messi. Ganz schöne Tore. Schien.